Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt's Apfeldonuts für euch, die wir diesmal im Backofen zubereiten. Und die Donuts sind einfach super weich, gehen schön auf und schmecken einfach richtig lecker. Dafür braucht ihr Mehl in kleine Würfel geschnittene Apfelstücke von ungefähr einem großen Apfel, Zucker, ein Ei, Trockenhefe, etwas lauwarmes Wasser, etwas zerlassene Butter, eine Prise Salz, Zimt und lauwarme Milch. Die ganzen Mengenangaben verlinke ich euch auch unter dem Video in der Infobox, damit ihr euch das später in Ruhe durchlesen könnt. Zuerst fangen wir mit der Hefe an, zu der wir einen Teelöffel von unserem Zucker dazugeben und das Ganze mit dem lauwarmen Wasser verrühren. Das lasst ihr dann so für 5 Minuten ruhen, damit die Hefe aufgehen kann. In der Zwischenzeit kann schon einmal das Ei in eine Rührschüssel und wird kurz mit der Prise Salz aufgeschlagen. Anschließend kann der Zucker dazu und alles wird weiter gemixt, bis der Zucker sich darin auflöst. Dann sollte vom Rührhaken am besten auf einen Knethaken gewechselt werden, da der Teig später ziemlich fest wird. Und dann können jetzt abwechselnd die trockenen und flüssigen Zutaten unter das Ei gerührt werden. Das wären jetzt also das Mehl und die Milch, sowie die Hefe und der Zimt. Die zerlassene Butter solltet ihr relativ am Schluss erst dazugeben und dann lasst ihr die Zutaten nur noch gut miteinander verkneten. Den Teig holt ihr euch anschließend auf eure Arbeitsfläche und knetet ihn nochmal mit etwas Mehl durch, bis der Teig nicht mehr klebt. Dafür werdet ihr dann ungefähr noch 50 Gramm Mehl benötigen. Danach können auch schon die Apfelstücke in den Hefeteig gearbeitet werden und wenn ihr damit fertig seid, kommt der Teig zurück in die Schüssel und wird für eine Stunde lang abgedeckt an einen warmen Ort zum Gehen gelegt. Nach dieser Stunde ist der Teig dann schön aufgegangen und ihr könnt ihn nochmal mit etwas Mehl auf eurer Arbeitsfläche durchkneten und anschließend 1 cm dick ausrollen. Zum Ausstechen nehmt ihr am besten einen Servierring oder auch ein Glas und mit einer Tülle könnt ihr dann kleinere Kreise aus der Mitte ausstechen. Diese kleinen Kugeln könnt ihr dann später auch genauso gut als Bällchen backen. Doch bevor es jetzt ans Backen geht, braucht ihr nochmal ein Ei, zu dem ihr einen Esslöffel Milch dazugebt und alles gut miteinander verquirlt. Und dann können die Donuts und Bällchen mit ein wenig Abstand zueinander aufs Backblech und mit der Eimasse bestrichen werden. So geht es jetzt bei 175 Grad Ober- und Unterhitze für 15 bis 20 Minuten in den vorgeheizten Backofen, bis die Oberfläche der Donuts goldbraun gebacken ist. Die Donuts, die gehen im Ofen natürlich auch nochmal etwas auf und werden im Innern dann richtig schön fluffig, wie ihr hier sehen könnt. Wer jetzt aber noch einen Guss für die Donuts zubereiten möchte, braucht noch etwas Puderzucker und Zitronensaft. Dann gebt ihr einfach zum Puderzucker nach und nach etwas vom Saft und verrührt das gut, bis die Konsistenz zwar flüssig ist, aber dennoch etwas zäh, damit sie auch schnell trocknen kann. Dann tunkt ihr die Donuts einfach in den Guss, lasst den Überschuss ein klein wenig abtropfen und lasst sie dann trocknen. Den Guss könnt ihr natürlich auch noch einfärben und am Ende nochmal alles nach euren Wünschen dekorieren. Dann seid ihr auch schon fertig und könnt eure Donuts schnabulieren. Ich hoffe sehr, dass euch dieses Rezept gefallen hat und würde mich über ein Däumchen von euch freuen. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt gerne nachholen, dann verpasst ihr zukünftig keine Videos mehr. Viel Spaß beim Backen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!